bei Dickrich TV. Haut ihr mal nicht von Dickrich, wir sind hier um Kirchspiels an den Hallen von der Luxexpo. Heuer ist nämlich die große Foire Long Live the Summer, wo man vom Sommer so die Geschäftswelt ein bisschen relanciert gehen. Dickrich ist auch Sponsor und dafür sind wir auch einmal deinem Stand vertreten. Und du bist auch schon der Bäuermeister. Guten Abend. Guten Abend. Ja, dir mit Lohai ein erster Kehr mit einer ganz neuen Experienz. Was hat dich motiviert, heute dabei zu sein? Also eine neue Experienz für dich, ist das richtig, dass ich, wo wir auf einer Foire sind, noch auf der Luxexpo. Ich meine, geht hauptsächlich darum, für wirklich eine Geschäftswelt zu unterstützen, die Restauration, Kapitän, die Hotelwelt, für das wir eben, wenn wir in Post-Covid tun, auch Prätzen, Punkt der Publizität für neue Gäste an wirklich zu empfangen. Das ist wirklich um Herz, doch ganz konkret die Geschäftswelt zu unterstützen. Ich denke, Dickrich ist bekannt dafür, dass sie vom Tourismus leben, dass wir eine Stadt sind, die Akkreant ist, wo die Leute gerne hinkommen und dafür wir weiter vermarkten. Dafür haben wir auch die Publizität im Winter geschaut. Dafür sind wir auch hier auf der Luxexpo. Aber wir werden auch in Zukunft nicht mehr mit an den Marché gehen, für die Leute eben auf Dickrich zu zeigen, für das Geschäftswelt selbst dafür nutzt. Bon, Dickrich ist natürlich dann noch den Oventheim mit feier Ständen vertreten. Und was bringt das Sinn? Das gehen wir uns dann noch gucken. Long Live the Summer, also ganz neues Vorkonzept von der Luxexpo, die Box für Leute zusammenzubringen, zu feiern und an einem Boutiquer Möglichkeit zu geben, sich dem Publikum zu weisen, also nur der harten Pandemiezeit zu relancieren. Ein Vor, das sich für alle meine junge Publikum riecht, neben der Chambre de Commerce, der Stadt Lützeburg an Deverding, hat also auch Dickrich dezidiert, als Sponsor präsent zu sein. So zum Beispiel hat Pizza Kaffeehaus aus der Großgasse hier ihr Stifter präsentiert und dabei aber für einen Almort Leute direkt und Pizzamaschine gelos, etwas, was den ganzen Weekend über viel Succes hat. Selber machen, möchte nicht nur Spaß, mehr sucht nach nachhaltig und dem noch ganz gefroht. Demnächst dürfte Concept Store sich dann noch zu Dickrich vergrößern. Brasserie beim Louis, von dem es der Jörg Burger spezialisiert ist, die zu Dickrich ganz gut kommen, hat sich entschieden, an der Luxexpo für und allem ein Charcuterie-Board anzubieten, für es so auf ihre Brunch aufmerksam zu machen, den sie sonst anbieten. Sonst wollten sie hier für und allem auf Getränk setzen, natürlich für auf Dickricher. Also wir können wirklich froh sein, dass wir die Möglichkeit hatten, hier zu kommen. Und das ist auch eine Möglichkeit, mal auf einem anderen Platz als Präsenz zu weisen, wie zu Dickrich. Und für die Leute ein bisschen etwas von uns mitzugehen, wo man uns auch für solche Sachen hier entscheidet. Also ich meine, Happy Hour ist gut gekommen. Wir haben noch Happy Hour auf alle Getränke gemacht. Und da haben sie auch die Bier für Dickrich dann auch bestellt. Und natürlich Ginnen, die kommen immer gut hin. Denn das Planadotel über dem hat sich das natürlich gelöst, hier auf 12 Quadratmeter den eigenen Hoteldekor zu bauen, mit dabei still für auf ihre Restaurant La Fondue aufmerksam zu machen. Das ist wirklich naturgetreu, so wie durch am Hotel und am Restaurant aus. So den Chalet-Schaum, den wissen wir soll auch gewiesen gehen. Ja. Also ich fand das wirklich viel aus für Freude Abend. Ja, weil man das so gestaltet, wie der Restaurant sich auch ausgesagt, mangen die Leute, dann sie dürfen sich aussitzen. Das heißt, tun wir das immer so am Anfang an und dann sehen wir dann, dass wir da wert für dann auf einen Kopf die Krische zu gehen. Das heißt, ihr seid ganz happy hier? Ja, sie ganz froh. Als einzige Notteil auf der Foire war das neue Dickriche Vernichtungsetablissement hier natürlich ein kleines Highlight. Aber auch zu Dickrich selber scheint der Betrieb zu rollen. Also das ist wirklich immens gut geholt gehen, ob es vom Hotel oder vom Restaurant. Also die Leute sind noch offen für am Sommer ein Fondue zu essen. Weil ich noch nicht so denke, du hast da eine Christuszeit oder ein Carlos. Nee, das ist wirklich ganz gut gelaufen. Ja, viel Succes. E-Commerce, das ich mal noch beweisen muss, das ist die Epicerie Kati, die die letzte Woche recht hier Dieren an der Großgasse abgemacht haben. Auch hier im Stand sind sie dem noch froh, sich schon ganz am Anfang einer hybriden Klientel zu weisen. Die Epicerie, die exklusiv auf Lokalprodukte setzt, liegt ganz am Geist von der Zeit und gelieft rund, dass Dickrich die richtige Plan ist für ihr Palette. Man ist schon motiviert, auf Dickrich zu kommen, weil Dickrich ist eine flott, attraktive Stadt. Und ich will einfach auch etwas gerne für die Lützebäuer Leute machen und auch für die Lützebäuer Produzenten. Und auch allein für Touristen, für die Leute zu weisen, was Lützebäuer zu bieten hat. Und dafür finde ich, Dickrich ist ein Hauptkehr, wo viele Touristen sich treffen und wo auch viel sich von der ganzen Nordstadt aufspielt. Dafür finde ich mich dezidiert, für auf Dickrich zu kommen.
Dickrich hat hier auf der Foire Long Live the Summer Ballerfall gewiesen, dass es etwas drauf hat. Und der Bürgermeister freut sich schon auf die nächste Edition. Dieser gute Mix zwischen Essen, Trinken, Shoppen und Feiern, das passt einfach zu Dickrich. Ja, und am Ende ist wirklich keine einfache Zeit für das Geschäftsfeld. Umso mehr bemerkenswert, dass es von sich aber noch trauen, an diesen schwierigen Zeiten etwas Neues aufzumachen. Auch zu Dickrich, da sind in letzter Zeit die Voradressen zugegangen. Aber an den Grund, da waren immer neue Ideen. Oder aber alle Adressen, die komplett neu relanciert. Und das war zum Beispiel der Fall beim Restaurant Ventinove an der Kreuzgasse. Der Restaurant Ventinove in der Großgasse, das war der Bubi von Filippo Busto, den heim am Weinhandel Ardivin angefangen hat und dann späterhin noch ein kleines Restaurant mit integriert hat. Mit der Zeit wird Platz zu eingehen, wofür die Weihgeschäft dann ob der Nummer 27 abgemacht hat. An der Restaurant, den er so und ein komplett neue Kipp übergangen. Der Romain Valentin und sein Associé Anthony sind kein Unbekannten am Sektor. Die zwei haben lange Zeit beim Restaurant Belmondo zusammengeschafft. Den einen am Service, den anderen an der Küche. Wie die sind ihren zugemacht hat, haben sie die Decision geholfen, ihren eigenen Restaurant abzumachen, auch von diesen Loden alle nun behalten hat. On a gardé les noms, on a changé juste un petite chose là, en disant qu'avant c'était le nom c'était Ventinove, 29 et Nove. Nous on a changé 20, les deux zéros et Nove. Et le nom on l'a bien aimé vu que c'est le numéro du bâtiment. Alors on a gardé toujours, le restaurant il était connu aussi. Et ça compte beaucoup aussi sur le côté clientèle. C'est pour ça qu'on a décidé de le garder. Und da hat die neue Kipp neue Wander abgerutscht. Neben einer neuen Schreibweise an einem komplett neuen Dekor wird die Karte neu abgestellt, auch wenn die Essen ein bisschen an demselben Konzept bleiben soll. Es will ihnen ein typisch italienisch Kitchen anbieten, mit viel Fisch, frische Paten, wohl auch ein paar Pizzen, weil das zum Italiener gehört, ein Pizzeria will ihnen aber auf keinen Fall sein. Ein gut italienisch Kitchen soll hier angeboten gehen. Auf der Weinhandel vom Ardivin und nach Romanie von Nunas gab auch eine Kooperation mit Filippo gemacht, für in Zukunft auch mit speziellen Events zu organisieren. On a des plans de faire aussi avec Monsieur Filippo des soirées typiques avec dégustation de vin et de plats. Ça c'est bon pour le futur, on va organiser des soirées typiques dès qu'il y aura possible de faire ça, vu qu'il y a toujours le Covid sur place. Mais dès qu'il y aura cette possibilité, on veut vraiment le faire, de proposer quelque chose de nouveau. Le restaurant Ventinove dürfte auf alle Fälle auch in Zukunft weiter für sich schwätzen lassen. An dieser Serie Dickrich Kopf. So wollte mir schaut auch ein Menü als ein ganz neues Restaurant vorstellen. Das sind Leute zwar so just 100 der Grenze mit der Nordisch Gemeinde Erbilding, aber dafür ist der Patron ein Dickröscher. Beim Charles nennt sich das Rest. Und den Charles, den eigentlich auf der Kot war, wird sich heimat sehr großen Drama füllen. Wir sind hier im Restaurant beim Charel. Nicht gerade zu Dickrich auf der Ball, aber ein Dickrich ja. Unser Restaurant ist neu aufgegangen, während der schlechten Zeit. Wir probieren das Beste auszumachen. Und bei uns gibt es die Lützebäuer Plan und traditionell Bistrosküche. Heute kochen wir für euch einen Feuerstecksalat und dafür gebe ich euch die Madame Kirschen. Ja, als Feuerstecksalat braucht man ein Stück Fallon de Bœuf, das man 2 bis 3 Stunden kochen gelassen mit Zuppengemäß. Wir brauchen ein bisschen Öl, ein bisschen Essig, Mustard, Creme und Garniture für den Feuerstecksalat, Zirkornichon, Eier, Schalotten und Petersilie. Die
Vielleicht feierst du einen Salat. Mach mal ein Vinaigrette auf Basis von Mustard. Da kommt Essig dabei. Wie ihr seht, sind das alles Lützbäuer Produkte. Dann machen wir noch Olig dabei. Das wird gut verreiert. Da wird das noch gesalzen oder gepfeffert. Und wir machen noch Rahm dabei. Feuerstein Salat muss ich gut würzen, damit das doch noch etwas schmeckt. Und gut viel Essig dabei. Dann machen wir Petersilie, klein gehackte Petersilie dabei. Wir machen als Schalotten dabei. Und da kommen noch klein gehackte Cornichons dabei. Dann machen wir noch kleine Stücke eh dran. Die muss man noch klein schneiden. Dann machen wir als Fleisch dran. Alles schön durcheinander machen. Und dann also als Plascher fertig. Das können wir servieren mit einer kleinen Grängersalat. Und das ist ein traditioneller Lützbäuer Plat, den wir großartig schon gemacht haben. Wir probieren auch im Lokal Lütz kochen, wie als Bomen das auch vorher gemacht. Dann hat so Dickers Schaulerum angefangen und da haben sie sich das Jahr neue Regeln für zusammenleben für Schüler und Lehrpersonal zu fördern. Für das besser rüberzubringen, haben sie sich dafür etwas ganz Besonderes anfallen gelassen und zwar auf ein lustiges Video noch geholt für den Kanal selber am Ersatz werden. Im Juni an der Grundschule zu Dickrich war mal ein Kehr in Unterricht von der besonderen Erde gesucht. Es gab eine ganze Reihe Filme abgeholt, an denen die neue Schulregeln auf eine flotte Manier durchgestaltet gehen. Wir hatten in der Schule relativ viele Disziplinsprobleme die letzten Jahre und haben auch gemerkt, dass es immens wichtig war, dass Kader, dass Kinder ein Kader brauchen. Eine Regeln, ganz klare Regeln, die definiert sind, wo sie sich daran halten sollen. Wir hatten daraufhin eine Formation mit Herrn Paul Lurquin aus der Belgien, Direktor seiner Sonderschule, der uns gesagt hat, dass es wichtig ist, dass Kinder die Regeln alle kennen und sehen, für alle mal verstehen. So also konnten noch lange Gespräche mit den Kindern um vier Regeln festgehalten gehen, die dann an all den Szenen der Schule durchgestellt gehen. Wieso nicht nur den Kindern, sondern auch den Eltern konkret zu weisen, was genäht und was gemeint ist. Wir haben das für dich mit der Joffa gemacht und dann haben wir das ein bisschen so angeübt. Und dann haben wir Zähne gespielt nach ein paar Mal und dann haben wir gefilmt. Und noch von so einem Tonisch, da etwas ganz Anstrengendes ist, schenkt besonders das Filmen den neuen Akteuren richtig viel Spaß gemacht zu haben. Für mich war das am coolsten, durch den Gang zu laufen und Sachen rundherum zu schießen. Alle Videos sollten nämlich einmal weisen, wie man es nicht machen soll und dann direkt an den Drop, wie das richtige Beispiel ist. Und auch von ihnen die erste Version scheinbar besser gefallen hat, so wäre es aber flott für sie, mit diesen Videos auch eine Vorbildfunktion zu haben. Ich fand es doch ganz gut, dass wir das so machen und für das gerne auch wissen, wie man das machen, zumindest auch die ersten, die am Präkurs sind und die Klänge auch, die lehren das dann. Belohr so geht es für die Schüler aus der Grundschule zu Dickrich keine Excuse mehr für sich nicht gut zu behalten, umso mehr, weil für die neuen Regeln auch noch Konsequenzen festgehalten werden. Es war wirklich wichtig, dass Kinder wissen, wo sie sich so drauf festhalten, sind Kader. Die Ruhm haben sie gebraucht, für genau zu wissen, bis dahin kann ich gehen, das kann ich machen. Was ja auch viel positive Sachen sind, nicht nur nicht negativ. Alle Kanne, an drei. Hat sich Dickrich nicht ganz der Musik verschrieben. Da war der 33. Forum International
pour Flüt et Piano ausgesucht, wo man als Top-Musiker und Musikerinnen enseignieren und aber auch ganz talentiert Jungleute untreten, für das Können auf ihrem Instrument noch weiter zu verbessern. Wir haben dann den ein oder anderen Konzert und aber auch verschiedene Masterklassen auch abgelöst. Auftakt von der Sommerchoren hat den 23. Juli wie gewinnt die Konzertouvertüre der Aller Laurentiuskirche gemacht. Und auch vor der Pandemie, die hier als Zuschauer und Schüler und Schülerinnen zugelassen waren, so konnte das Konzert von der Professor während dem Forum darauf auch sie begeistern. Den Dickrischer Forum für Flöte Piano ist an der Zwischenzeit ein renommierter Zumerschul, die Musiker und Musikerinnen von Ivral hier rund sind. Dieses Jahr waren sie trotz Pandemie zu 46. Für den Mitbegründer Carlo Jans, der schon auf vielen Plätzen enseigniert hat und auch eine Solo-Karriere als Flötist und Dirigent aufgebaut hat, ist immer nicht begeistert, was aus seinem kleinen Forum Guinness, den hier 1988 auf B gesagt hat. Ich selber bin als junger Mensch gerne auf diese Stage gegangen. Ich finde immer genossen, den Kontakt mit Leuten aus anderen Ländern, von anderen Schulen. Und ich wollte eigentlich meine Schüler, die uns vom Konservatoire die Möglichkeit geben, schon an einem ganz jungen Alter in Kontakt zu kommen mit anderen Jungen, die von weit hier kommen. Das war eigentlich die Grundidee. Das war eigentlich, damals hat man es nicht gedreht, dass das sich so gehen entwickeln. Wir haben die erste Kehr angefangen mit. Mit 14 Flötisten und mit 3 Pianisten. Das tut mir jetzt eigentlich nicht erwartet, dass das sich ging so entwickeln über all die Jahre. Das ist immer erstaunt. Dass ich viele von den Studenten und Studentinnen, die im Dickrischer Forum für Flöte Piano teilgeholt sind, haben das selber Highschool-Prof oder Member von bekannten Orchestern. Immerhin haben all die Jahre weit über 1000 Leute in den Stagen teilgeholt und die bieten die Möglichkeit, 10 Tage lang anderen, all der mit anderen interessanten Prof in Kontakt zu kommen und von ihnen zu lehren. Don't look at me. If you look at me with these question mark eyes, then the sound, it sounds also like a question mark. Don't question yourself there. Pam pam pam. If you take out the appoggiatura and out of the rhythm, what would the phrase sound like? Just play it without anything in it. Hallo, Sie machen am Masterclass von Sébastien Jacot, den als Solist am Gewandhausorchester Leipzig aktiv ist und als sogenannte Flüt-Rockstar gesiegt, einer von der brillantesten von seiner Generation. Das ist sein erster Auftritt zu Dickrich, also schon nicht der letzte. Ihm gefällt die Stadt so gut, dass er sogar heimal für die nächste Zukunft Vakanz machen. Aber auch seine Schülerinnen sind all begeistert von diesem talentierten Flütist. Das Mann will für allem auf Selbstvertrauen für seine Schüler und Schülerinnen setzen. Er kennt ihnen nicht zu, wie sie müssen spielen. Das Wichtigste für die Noten und die Form vom Stück nicht zu lesen und dann noch so zu spielen, ohne müssen extra zu sehen. They are smart. All of them are extremely smart. And they sie sind clever. Sie sind extrem clever. Was sie spielen, kann die Musik nicht wirklich falsch sein. Was sie spielen, dann ist es richtig. Du kannst nicht machen, was der Prof gerne will, dass du musst. Da brauchst du das nicht mehr. You cannot just disregard it and then take what a teacher tells you to do. Then it's not you anymore. It's
it can be a bit lighter on the upbeat. Ziel von Ihnen allheier sind natürlich immer können so Musik zu spielen wie der Sébastien Jacquot. Aber auch für die Profen kann es ganz inspirierend sein, mit den Schülern zu schaffen. Umso mehr, weil da ganz viel von Ihnen heute das schon wirklich extrem weit sind. Viel mehr weit, wie das nach 34 Jahren der Fall war. Den 17. September, also für Genet 3D, wird das Geschichtsmuseum von Dickrich den 10. Anniversär gefeiert. Zu feiern, Covid-Pandemie bedingt zwar nicht allzu viel, trotzdem also Geburtstag, immer ein guter Moment, für mal zurückzugucken, wie in der Zeit eigentlich alles so gefangen wird. Der 17. September 2011 war ein großer Moment für Dickrich sein eigenes Geschichtsmuseum. Direkt umgebaut in die bestehende Galerie am Alpastoischhaus. Ein ganz moderner Bau mit einer kompletten Glasfassade, die das alte Herz von Dickrich recht so richtig auf ihr gehoben hat. Eigentlich verwunderlich, dass es so lange gedauert hat, aber hier hat Dickrich eine ganz andere interessante Geschichte, worüber es viel zu entdecken gibt. Auch für die ganz junge Direktrice Demuls war es eine faszinierende Aufgabe und Entwicklung von diesem Projekt zu schaffen. Ich muss sagen, es war ganz viel Arbeit, weil es war ein komplett neues Sitz für mich. Von Dickrich war weiter durch den Kant natürlich, Kavalkat für den Kant, auch Dickrich für den Kant. Aber so die ganze Geschichte von Dickrich, die war natürlich nicht abzuwälzen. Und da habe ich ganz viel gelernt, da habe ich ganz viel Lektüre-Ofen mit dem Bett geholt, auch für mal alles zu integrieren, was hier los war, bon, was ich will, so ist noch durch die Archäologie, dass es einfach ein immens reiches historisches Sitz wäre. Und da wäre es dann in dem Sinne vielleicht sehr klar, dass man von der Viergeschichte bis an die Haut hier etwas aufbricht. So also ist das ganze Museum auf vier Stecker von verschiedenen Themen abgedeelt. Am Sous-Sol steht einerseits die Entwicklung vom Klimamittelpunkt. Weil ich von hier aus auch die archäologische Krypta in der Daler Kirche besichtigen kann, wird Toniev durch die Glave belegt. Um Ritschosse das Thema Menschen begegnen sich, wo die Entwicklung von der Menschheit von der Viergeschichte bis heute im Fokus steht. Der Stock drüber stehen Wohnen und Leben am Mittelpunkt, auch ganz oben dann geht die Entwicklung von der Stadt Dickrich durchgelöst. Bitt war es allerdings von Anfang an, für nicht nur die Dickricher Geschichte zu erzählen. Mir soll das besinnen, weil mir um Herz läuft, dass auch Leute, die von außerhalb kommen, sich aber vielleicht herumfahren mit den Geschehnissen. Und du weinst, als Dickrich durch die ganze Museum immer Schaubeispiel, mir geht dann der Geschichte, geht dann der große Geschichte erzählt. Und dafür habe ich doch manchmal ein bisschen die Idee an dem Essen, wo die Leute sich immer fragen, wer wird dann den Essen an den Kroschen, der das von wirklich für die große Geschichte anhand von den Klängen zu zählen. Highlight vom Museum sind in Zweifel der riesige Römermosaik, ganz in einem anderen Museum, auf den er bis bald oben hin frei sich tut. Die Mosaik wächst Siermasken, war 1950 bei Ausgrabungen auf der Esplanade fand ging. Er stellte Masken mit zwei Kapturen. Am Ganzen gibt es nur vier so Mosaiken auf der ganzen Welt. 2004 war das zusammen mit zwei Mosaiken, die schon 1926 auf der Esplanade fand waren, am MNH-Aum für Schmerz an der Stadt renoviert ging. Just kurz während der Ouvertüre, du konntest Prachtstück an den neuen MHSD auf die Krischbrücht gehen. Du hörst auch ganz viel den Rainer Fischer, ihren Restaurator am Amenajau, der ist so geholfen, für den Raum an Stand zu setzen. Und das ist eine super flotte Aventur. Ich meine, auch nach dem Service Technik, du hast viel geholfen, dort Stecker rauszuschleifen. Das war natürlich schwer, Stecker. Der 17. September 2011 konnte in der Altstadt von Dickrich eine kulturelle Institution erweihen, die durchaus mit den großen Museen in der Hauptstadt abholen konnte und dabei aber nicht stehen geblieben ist. So geht er auch eng mit den Schulklassen und in der Zwischenzeit auch den Vereinen und anderen Akteuren vom gesellschaftlichen Leben zusammen geschafft. Denn MHSD ist mittlerweile auf alle Fälle fester Bestandteil von der Kulturlandschaft von Dickrich gehen, von 2011 und bis heute sind nur bei 60.000 Visitoren passiert. Die Geburt ist immens groß. Für immer genießt zu wissen, was läuft, sollte in sich ruhig regelmäßig den frisch neuen Internetseite vom Museum gucken. Den MHSD findet ihr natürlich auch auf Facebook und Instagram.
2001 lieber Dings, also für genau 20 Jahre, da gauf zu Dickrich für die Demos Neugrößherzoglich Koppel eine joyeuse Entree organisiert. Ein Event, an den sich heute noch gerne erinnert wird. Dass es so einen feierlichen Empfang aber nicht immer noch lang auflebt, das wird den freieren Conseiller Kommunal Herrn Breusler müssen erleben. Den demolischen Koordinator erinnert sich heute mit einem Schmunzeln. Den Herrn Breusker erinnert sich noch ziemlich genau an den großen Tag für den Grand Duc Henri und Grand Duchesse Maria Theresa 24 Jahre zu Dickrich empfangen dürfen. Den Hof hat den Auftrag gegeben, dass sie den Tag um engen Kontakt mit der Population soll gehen. Ein Volksfest. Geplant war dafür eine Visite durch das Stadtzentrum, bei dem Verein aus der Stadt überall sollte für Animation sorgen. Ein Rundgang mit vielen Überraschungen allerdings schon beim offiziellen Empfang um Bottomart ging es damit an. Die Gemeinde Roth und die Deputierte vorgestellt gehen, durch den Hannen an der Reihe nachher. Und zwar den Herr Pierre Dillebusch. Der Pierre Dillebusch war damals Generalsekretär von der Chambre. Er war in Dickrich und hatte doch Grand Dux gekannt. Und dort hat die Gemeinde hingewacht dazu gehören. Und wir wussten zwar nicht, dass er kam, aber dann haben wir halt gemerkt, wann er invitiert wird. Ich die Top von der eigentlichen Visite war die Altkirche an dem Kulturhaus, auch von dem Stopp nicht wirklich angeplant war und auch direkt zu einem größeren Tag am Programm gefeuert wird. Wie wir aus der Altkirche gekommen sind, sind wir Handen ausgegangen beim Kulturhaus. Und das Kulturhaus war eine Ausstellung. Die sollte aber gut nicht bewusst gehen. Und ich ging an der Dier. Und der Dier wurde dann dort ein Grundungsrat gewählt. Und die sind natürlich reingegangen, weil sie gedacht haben, dass sie viel gesehen. Aber an der Stunde Madame Tillen und ihr Mädchen Patty, die zur Surveillance gemacht haben, die wussten natürlich hierher, kein Rot, was Mama, was Soma. Da sind wir alle mal reingegangen, da haben wir ein bisschen Pille geguckt und da fanden wir, dass sie schön wären. Und da wäre das eben so auch geplant gewesen. Wir hätten noch vielleicht noch invitieren, ich weiß nicht, wenn vielleicht vergesst. Gut, das haben wir so gesehen. Vier Runden gingen durch Rue du Curé, Peergas. Der Grand Duc hat gemeint, er hätte mal eine Brauerei gestanden, da hier den Namen. Den Herrn Breusker hat ihm die richtige Bedeutung erklärt. Der Namen, der kam da hier, weil er mal pastorisch Haus gestanden hat und der Pastor am 18. Jahrhundert als einzigen Trastade männlich Schwein zu halten, der sogenannte Beer. Kurz darauf tun, den nächsten Imprévu. Just ihr den Taekwondo-Verein soll eine Präsentation zum Besten gehen. Der Trainer hat gewährt, ob ihn, dass er so eine Last hat, aber keine Last gesagt. In der Zwischenzeit stand ein bisschen auf 2 Meter so eine Madame, am mittleren Alter. So. Sie hat schon besonders reis gefietzt für den Tag. Aber sie hat mal ein bisschen die Luft gehauen und gesehen, dass auf dem Kondukteur gegangen ist, 2 Besen gehen, oder sogar 3, die dann auf Plötzlich üblich ist. Der Kondukteur war natürlich erfeiert an seine Sicherheitsleute. Aber der Grand Duc hat gemerkt, dass nichts geschieht wird. Und sind sicher, dass es Leute haben noch gemerkt, dass nichts geschieht wird. Und wir auch. Und dann war es gut, nichts geschieht wird. Aber sie hat aber die Fertigkeit für den Grand Duc ein bisschen. Und so ist die Karawan weitergezogen durch die Menschenmassen, an die mit Pavé beleuchten Altstadt von den Herrn Breusker, zu schon mal Gedanken gemacht hat, ob die Grand Duchesse nicht so Probleme mit den Talleken kriegen. Aber diesmal sollte ihr etwas besseres belehrt gehen. Dann waren die Straßen allein gemacht, dann waren mal ein paar weh. Und dann haben wir halt gedacht, ob sie da gibt, über die paar weh gehen, mit ihren eigenen Talleken. Und dann haben wir gesagt, die Grand Duchesse mit ihren Talleken geht durch alles. Und über alles. Höhepunkt vom feierlichen Akt war dann nur auf der Liberationsplatz, wo die offizielle Rede gehalten gaufen, auf der Bürgermeister von der Stadt Dickrich die Großherzoglich Koppel offiziell begrüßt wird. Eine Rede allerdings war nicht am Protokoll vier gesehen. Was nicht vier gesehen war, hat auch eine Rede gehalten, eine improvisierte Rede, wo hauptsächlich dann auf das angegangen ist, was mit Dickrich verbindet, nämlich der College. Die war ein Jahr von 67, 68 waren auf Zettelmeier am College. Das will aber nicht so, dass die normalen Schüler am College waren, aber für sich hat seine eigene Professorin, das Einzige, was man gemeinsam mit anderen Schülern hat, hat das Schlussfoto, 68 am Juli, ihren am Gelisse am Nisbein gegangen ist. Nicht nur das, auch der Kontakt mit der Population hat sich da noch so lange gezogen, dass die Verspätung immer mehr groß geht.
Wie ihr dann von der Liberationsplatz Rivant Antonius Gas ging, dann hat er aber keine gekümmert, weil zur Feier vom Tag gehen wir Bier aus dem Boot zu trinken. Das war natürlich die Attraktion von der Entree, oder eine von den Attraktionen von der Joyeuse Entree, dass er daraus Bier gezahlt hat und der Grand Duc hat natürlich auch in Humpen getrunken. Dann demnächst, als dann diskutiert ging, was für ein Bier es gewesen wäre, weil just für drin oder zwei Jahre für drin war die Reunion mit Musel und mit Dickres. Und wir haben uns dann gefragt, als Musel oder als Dickres oder als Musel das selbe wie Dickres. Und verschiedene haben gemeint, wenn wir Kontraktionen machen, dann geht der Dickres und Musel geht der Diesel, dann nennen wir es so. Und der Grand Duc hat dann noch seine gute Idee von dem. Aufschluss war schließlich auf der Kluster, wo Drillteam von der Armee den letzten Auftritt hat, auf der noch am VIP-Zelt eine Rezeption auch nicht völlig stattfand. Für den Herrn Breusgang war es eben nur ein Tag mit vielen kleinen Pannen, die ja vom Ende keine gesteuert haben. Sie waren alle bereit, für das mitzumachen, weil das etwas Neues war. Die meisten hatten das ja nicht erlebt gehabt. Und dafür war es wirklich ein schöner Tag. Und war auch von den Titeln aus den Zeitungen geguckt, natürlich waren alle guten. Positiv, nicht? Der ist ein schöner Tag gewesen, heute zu Dickres. Und ja, das ist schwer, mit anderen zu vergleichen. Als Stadt meint, bei ihm wäre am schönsten gewesen, aber auf jeden Fall, heute wäre doch schön gewesen. So, Lodan aber nicht trägern Gegenwart an der Fortgängerzone zu Dickres. Da gehen wir den letzten Monat. Neue touristische Panoen abgestaltet, die den Weg aufweisen auf all die wichtigen Plätze zu Dickres. Von Lohen dürft also auf alle Fall kein sich mehr verlieren, weil es anders steht. Und dann gilt es doch noch, sich ein paar wichtige Rendezvous zu merken. Die Ausstellung uns zu schauen dürfen. Die geht in Verlängerung bis Ende Dezember. Und das am Militärmuseum wie auch an der Aller Kirche. Da allerdings reicht vom 15. Oktober an. Und das wird sein guter Grund. Vom nächsten Samstag unheimlich aus Tunis die beliebten Expo, die der Fotoclub von Dickres all Jahr organisiert. Das letzte Jahr war das während der Pandemie für Emoland Kulturhaus geregelt. 2021 aber soll das alles beim Alle sein. Anfang Oktober dann also auch das nächste Festival de la Gravure am Kulturhaus gesucht, das international anerkannte Exposition, wo der Exposant von überall aus der Welt mitmachen hat, 2020 müssen komplett ausfallen. Auch heute dürfte gewinnt der Rendezvous, also nicht angehalten gehen. Gesehen zu Louis Kind ist alles am Gang. Und den 2. Oktober, da kann auch den Handball von Dickres nicht einen echten Ball an der Allerseerei aufhalten. An der Hoffnung, dass das doch alles los so an der Richtung 4 Uhr geht, halten wir diese Emission dann noch mit ganz optimistischen Villa ab. Und zwar von unserer Schwanenfamilie auf der Sauer, die schon ein ganzes Zeitchen von einem Dampfen Dickres mit dem Fotoapparat begleitet gehen. Thomas und ich, Adi, wünsche euch eine schöne Zeit, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.